Und damit wieder mal ein ganz herzliches Willkommen zu einer Höhlentour in Slowenien. Das ist eine Höhle, von der ich keinen Plan habe, was da auf uns zukommt. Es ist wohl mit Schacht verbunden, 29 Meter insgesamt tief. Und ich muss überhaupt erstmal den Eingang finden. Ich bin hier am Grund von einer großen Doline. Sehr, sehr zugewuchert. Hohoho. Das sieht sehr gut aus. Eine Höhle, wie gesagt, von der ich keine Angaben habe, außer Länge und Tiefe. 245 Meter lang und 29 Meter tief. Das ist noch relativ human für die ganzen Schachthöhlen hier in Slowenien. Und wie gesagt, ich bin unsicher. Man sieht jetzt hier, so nach 8 bis 10 Metern da unten schon so eine Art Zwischenschachtgrund. Von ziemlich viel Unrat und Holz. Es kann sein, dass dann die nächste Schachtstufe kommt. Mit einem 40 Meter Seil könnte das alles hinhauen. Falls nicht, steige ich halt einfach wieder auf. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo mache ich das Seil fest? Ha, ein paar Meter weiter unten. Und das Abenteuer ist auch schon beendet. Da sieht man, das geht tatsächlich noch gut 15, 20 Meter runter. Und der gesamte Schacht ist ein einziger Müllschlucker. Der Boden, auf dem ich gerade stehe, besteht nur aus Müll. Bei jeder Bewegung bringst du hier was ins Rollen. Ich habe jetzt gesehen, da drüben, da ist eine Schraube in der Wand. Sieht auch noch von hier aus zumindest relativ neu aus. Aber da hinzukommen ist ziemlich ungünstig. Dieser Baumstamm hier ist auch noch so ein Problem. An dem müsste ich mich dann irgendwie vorbeimogeln und dann versuchen, da irgendwie rüberzukommen. Und wenn ich den hätte, könnte ich relativ gerade reinseilen. Weil wenn ich hier absteige über den Schrägschacht, dann bringe ich die ganze Mülllawine ins Rollen. Und da unten sieht man auch am Grund haufenweise Müll liegen. Sehr, sehr abstoßend, das ganze Ding hier. Das ist ein Autoteil hier, ne, was da liegt. Eieieiei. Mann, wie schade. Ja, unten könnte es natürlich noch ganz nett werden, aber der Schacht, das ist mir zu gefährlich. Vor allem, wenn beim Aufstieg sich dann irgendwas von dem Zeug löst und mir entgegenkommt. Nee, das muss nicht sein. Ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Höhlenvideo. Nachdem ich gerade in einem Schacht fast von Müll begraben wurde, habe ich noch ein bisschen weiter hier im Wald rumgesucht und habe tatsächlich nach langer, langer Suche eine weitere Höhle entdeckt. Und das auch erst kurz bevor ich im Loch drin stand, denn das ist alles überwuchert vom Grün. Man findet dieses Loch echt nur sehr schwer. Und ich hatte eigentlich mit einem Schacht gerechnet, weil diese Höhle auch insgesamt 27 Meter tief sein soll. Aber hier im Eingangsbereich haben wir jetzt da drüben ein Loch, das abzweigt. Und hier geht es jetzt erstmal nur steil schräg abwärts. Eingang Nummer 2. Der ist natürlich wesentlich leichter zu finden. Was haben wir denn hier? Ein kleiner Kriechgang, der abwärts führt. Das sieht interessant aus. Ich muss aufpassen, dass ich hier kein Geröll löse. Und der Gang hier nicht im Schutt begraben wird. Wenn er nicht schon längst im Schutt begraben ist. Noch geht's weiter. Ich weiß nicht, ob die Kamera das gerade gefilmt hat,
mir ist gerade eine Fledermaus direkt vom Gesicht vorbeigedüst. Es kam unerwartet. Wenn noch mehr kommen, dann bitte jetzt. Jetzt habe ich mich gerade mal aufgerichtet und kann hier oben durch so ein Loch durchgucken. Aber wie ihr seht, hier wird das Ganze zu eng. Aber sehr interessant, dass die Fledermaus mir hier raus entgegenkam. Das heißt vermutlich, dass es da irgendwie noch größere Räume geben könnte. Okay, zurück am Einstieg. Jetzt gucken wir uns mal den, ja, denke ich mal, Hauptgang an. Der, ja, schon einiges größer ist. Auch wieder eine Höhle, bei der ich natürlich null Ahnung habe, was genau auf mich zukommt. Sehr viel alte Tropfstein-Geschichten. Oh, jetzt kommt wohl der Schachtteil. Oh Gott. Och nö. Ei, es sieht ja eng aus. Ist aber kein Schacht. Geht nur ein Stück schräg abwärts und da unten sehe ich wieder Geröll. Es sieht aber eigentlich relativ so aus, als würde man genau schräg durchpassen. Die Sache schauen wir uns mal an. Wie für mich gemacht. Ich bin jetzt natürlich nicht ohne ein kleines Hilfsseil hier runter, das mir im blödsten Fall beim Aufstieg unterstützend beisteht. Aber wir haben es erstmal nach unten geschafft. Allerdings, noch bin ich bestimmt keine 27 Meter tief unter der Erde. Also es kann immer noch der Schachtteil kommen. Und ich habe mein Seil jetzt für diese Engstelle aufgebraucht. Ein zweites Seil habe ich nicht. Mal gucken. So, jetzt sind wir erstmal in einer Kammer. Ein schöner großer Sinterfall, der die ganze Wand hier bedeckt. Und jetzt könnte es da unten weitergehen. Und ich habe gesehen, hinter mir geht es jetzt nach oben. Oh ja. Man kann durch einen Spalt nochmal 5 Meter tiefer sehen. Aber hier ist kein Durchkommen. Dann hoffen wir mal sehr, dass es in der Richtung noch irgendwie weitergeht. Ist sehr zerklüftet hier. Ja, es geht direkt wieder ums Eck. In der nächsten Kluft weiter. Ja, ich habe es geahnt. Schacht. Da drüben wahrscheinlich auch noch einer. Oder da drüben ist bequemer Weg nach unten. Das glaube ich jetzt aber fast nicht. Und hier rüber queren ist schwierig. Das würde ich, glaube ich, eher nicht machen. Nein, ach Mist. Ja, mein Seil hängt jetzt in der Engstelle. Ich könnte zwar den Rest des Seils noch irgendwie hierher leiten, aber ich sehe auch keine Möglichkeiten, das Seil festzumachen, so richtig. So, nach kurzem Selbstgespräch und einschätzender Lage
habe ich mich entschieden, hier die Sache zu beenden. Ich würde zwar relativ gut auf die Seite rüberkommen, aber die liegt so ein bisschen unterhalb. Und rückzu hätte ich keine guten Griffe von dort aus, um hier wieder hochzukommen. Das ist dann ziemlich ungünstig. Ja, 8 bis 10 Meter, viel ist es nicht mehr. Und dann scheint da unten ein großer Raum zu kommen. Na gut, dann werde ich mich an der Stelle verabschieden. Bedanke mich fürs Zuschauen. Das war jetzt kein so ein großer Erfolg, aber trotzdem ein ganz spannendes kleines Höhlenabenteuer.